einen wunderschönen guten Morgen zum 9. Termin unserer Social Media A-Vorlesung. Sie kennen vielleicht aus den klassischen, heutzutage ja nicht mehr aus den alten James Bond Filmen, die Superschurken, die ihre Basis zur Eroberung der Welt in irgendwelchen erloschenen Vulkanen haben. Wir haben meistens eine weiße Katze zum Streicheln auf dem Schoß. Ist dann auch in Austin Powers natürlich ausgiebig parodiert worden. Ich habe einen dreifärbigen Hund, den ich streichle, und mein Superschurkenlachen geübt. Ho, 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 ho. Weil wir wenden uns heute, oh, da ist eine Biene in meinem Videostudio. Wir wenden uns heute, Ulla mag der Weile runter, dem Thema Neuromarketing zu. Und das hat einiges mit Evil zu tun, wie in E-V-I-L, weil natürlich sofort dort, wenn es um Neuromarketing geht, dann kommen wir in einen Bereich, der in der Kommunikation schon lange eine große Rolle spielt, nämlich zum Thema Manipulation. Wenn Sie sich überlegen oder wenn Sie bedenken, dass wir, wenn wir mit kommerzieller Kommunikation zu tun haben, ob es sich um Marketing, ob es sich um Einflussnahme über Public Relations handelt, ob es sich über Campaigning für eine NGO handelt, es geht in der Regel darum, dass Sie etwas erreichen möchten beim Rezipienten, beim Empfänger Ihrer Botschaft. Und ich sage immer, der Bereich zwischen Marketing, zwischen Kommunikation und zwischen Manipulation ist keine scharf getrennte Grenze, sondern ja, mindestens eine Grauzone oder vielleicht besser gesagt ein grauer Farbverlauf von bis. Warum? Um die Begriffe hier etwas zu klären, wo beginnt der Bereich der Manipulation? Nun, der beginnt in der Regel dort, oder das sagt uns der gesunde Hausverstand, wo uns irgendwelche Informationen eingeimpft werden oder wo wir zu einer bestimmten Art von Handeln animiert werden, ohne es aktiv zu bemerken. Wenn Sie jetzt diese Definition bedenken, dann ist eigentlich schon ganz klar, dass, wenn Sie sich vielleicht mal ein bisschen auf YouTube umschauen, da gibt es hervorragende Dokus von, meistens machen das Mentalisten oder eben Personen, die sich sehr viel mit diesen Manipulationstechniken beschäftigen, aber auch Dokus aus der Lebensmittelbranche, wie man beispielsweise oder welche Mechanismen Supermärkte anwenden. Und Sie kennen sicher einiges davon, von unterschiedlichen Lichtfarben in der Fleisch- und in der Obsttheke, damit die Sachen eben dort im wahrsten Sinne des Wortes im besten Licht erstrahlen, bis hin zu sehr ausgefeilten Strategien, wo eben welche Produkte stehen, was in Augenhöhe steht, was weiter unten steht. Also verkürzt gesagt, die Dinge, die Sie sowieso brauchen, stehen in der Regel nicht in Augenhöhe. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, sind das Manipulationsmechanismen, greifen diese Dinge dann, wenn Sie so wollen, ein wenig träumerisch durch die Welt gehe, kann ich mich als mündiger Konsument davor schützen, unter Anführungszeichen, indem ich diese Mechanismen kenne und indem ich dann eben sage, nein, zum Beispiel mit einem Einkaufszettel durch den Supermarkt gehe und dann ja wirklich nur ganz genau das mitnehme, was ich mir eben vorgenommen habe. Da kann man lange darüber diskutieren, wo beginnt die Manipulation oder wo endet die Kommunikation, wo endet das Marketing, wo endet die Werbung und wo beginnt eben die Manipulation. Es gibt, ich glaube, ich habe ihn zu Beginn der Vorlesung schon einmal bereits erwähnt, einen sehr bekannten amerikanischen Psychologen, Robert Cialdini, wie der Nachname verrät, italienischer Abstammung. Und Professor Cialdini hat sich eigentlich sein gesamtes akademisches Leben lang, beziehungsweise tut das immer noch, mit dem Thema Manipulation befasst. Nicht im Kontext mit Social Media, sondern im Kontext mit verschiedenen Mechanismen, die man eben nutzen kann, um Personen zu einem bestimmten erwünschten Verhalten zu bringen. Ein zweiter Aspekt dieses Themas, den möchte ich auch noch herausstreichen, wenn wir über Manipulation sprechen, der Begriff ist natürlich in der Regel sehr negativ besetzt, aber in unserem praktischen Erfahrungsleben setzen wir ihn dann in der Regel doch in Kontext zum Ziel, das es zu erreichen gibt. Was meine ich damit? Cialdini hat in einem seiner Bücher ein recht interessantes Beispiel, das Sie alle aus Ihrem echten Leben kennen, wenn Sie schon einmal in einem Hotel übernachtet haben. Sie werden sehr wenige Hotels finden, wo nicht diese Aufforderung in irgendeiner Art und Weise im Badezimmer zu finden ist, dass Sie doch bitte die Handtücher auf den Boden werfen sollen,
wenn Sie frische möchten oder dass Sie sie wieder aufhängen sollen, um sie wieder zu verwenden. Dann noch versehen mit dem Hinweis, dass Sie natürlich die Umwelt schonen und Waschmittel sparen, wenn Sie Ihre Handtücher mehrfach verwenden. Jetzt hat sich Cialdini gefragt, diese relativ simple Botschaft, in der Regel ein Kärtchen oder irgendein Hänger, der sich da, wie gesagt, in Badezimmernähe oder bei den Handtüchern befindet, wie kann man die Aufschrift ändern oder welche Art von Botschaft führt dazu, dass ein jeweils wie großer Prozentsatz der Hotelgäste in diesem Fall eben das erwünschte Verhalten zeigt, nämlich die Handtücher wiederverwendet. Und er hat da verschiedene Varianten ausprobiert, von appellativen Formulierungen bis hin zu flehentlich, bitte verwenden Sie die Handtücher, denken Sie an die Umwelt. Und es gab da einen ganz, ganz klaren Favoriten, welcher Ansatz oder welche Idee sozusagen am effizientesten war und eigentlich wenig überraschend, wenn man sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, ich sage mal unter Anführungszeichen der Herdentrieb. Die effizienteste Botschaft war, wenn auf diesem Zettel drauf stand, dass ein bestimmter Prozentsatz der Hotelbesucher eben genau dieses Verhalten zeigt. Aber wenn Sie da drauf schreiben, 70% unserer Hotelgäste verwenden ihre Handtücher mindestens zweimal, dann führt das dazu, dass ein deutlich, und Sie wissen ja, in der Sozialwissenschaft, wenn es um das Verhalten von Menschen geht, dann haben wir es nicht wie in der Physik sehr häufig mit ganz eindeutigen Korrelationen zu tun. Aber da gab es eine sehr, sehr starke Korrelation im Vergleich zu allen anderen Varianten. Cialdini hat dann sogar noch mit dem Prozentsatz experimentiert. Jetzt sagt einem auch natürlich der gesunde Hausverstand, was unter 50% liegt, macht nicht so viel Sinn, weil damit kommunizieren sie im Prinzip das Gegenteil. Also es geht letztendlich darum zu sagen, die Mehrheit unserer Gäste tut das und das bewirkt diese Verhaltensänderung. Nebenbei bemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, glaube 65, irgendwo zwischen 60% und 70% war der effizienteste Prozentsatz. Das kann man durchaus als Manipulation sehen. Nun sitzen Sie hier nicht in einer Psychologievorlesung, sondern vielleicht haben wir Gäste von der Psychologie, ist ja auch eine Wahllehrveranstaltung. Aber unser Fach ist Kommunikationswissenschaft. Natürlich gibt es da ganz, ganz starke Berührungspunkte und Überschneidungen. Daher ja auch das Fach Kommunikationspsychologie. Bei uns, Dry Mouth Syndrome, bei uns geht es aber ganz konkret um Social Media, um digitale Medien. Und da taucht, wenn Sie jetzt so wollen, dieses Gespenst der Manipulation in neuem Gewand auch wieder auf, in neuer Technologie. Weil mit dem Aufkommen von Medientechnologien haben ja auch diese subliminalen Botschaften, wie man das nennt, eine neue Bedeutung bekommen. Sie haben das vielleicht schon, oder Sie kennen wahrscheinlich dieses klassische Beispiel mit Coca-Cola, wo es eben die Versuche gab, ich glaube, das war in den 60er Jahren, als man in einem Kino eben diese sogenannten subliminalen Botschaften eingespielt hat. Ich glaube, was 24, das war natürlich noch analoges Kino, hallo Biene, 24 Frames pro Sekunde, das bedeutet, wenn Sie einen dieser Kader durch eine oder zwei durch eine Textbotschaft ersetzen, beispielsweise trink Coca-Cola, der Film läuft da durch, dann ist das zu schnell für unsere Wahrnehmung. Das bedeutet, wir sehen eben diese Botschaft nicht bewusst, so dass wir sie lesen und bewusst dekodieren können, aber die Idee oder die Theorie dieser subliminalen Manipulation besteht eben darin, dass auch wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen, dass unser unbewusster Wahrnehmungsapparat diese Information sehr wohl verarbeitet und uns dann im Idealfall dazu bringt, nach der Vorstellung oder in der Pause an die Theke zu gehen und dort ein Coca-Cola zu trinken. Wie bereits erwähnt, in der Sozialwissenschaft geht es immer um die Korrelationen und dieser Versuch sorgte für große Aufregung, weil der Forscher da tatsächlich eben festgestellt hatte, wenn wir diese subliminalen Messages einspielen, dann trinkt ein nennenswert höherer Prozentsatz unserer Kinobesucher Coca-Cola. Man muss dazu sagen, es handelte sich nicht um eine Versuchsreihe, sondern um einen Einzelversuch. Der Vergleichswert, den die hergenommen haben, der war natürlich ein normaler Kinoabend, eben ein Film ohne diese Botschaften, wie viel Coca-Cola wird da verkauft. So. Die Ergebnisse wurden dann publiziert und sorgten für so viel Verstörung, dass es sogar in den USA, ich weiß nicht, ob das noch in Kraft ist, aber zwischendurch mal ein Gesetz verabschiedet wurde, das eben im Fernsehen, im Kino genau diese Art der subliminalen Werbung untersagte. Später konnten, wie sehr oft bei spektakulären sozialwissenschaftlichen Experimenten, diese Ergebnisse nicht verifiziert und nicht wiederholt werden, sondern es stellte sich sogar dann tatsächlich heraus, dass genau an jenem Abend, als die das ausprobiert haben,
in besagtem Kino die Lüftung oder Klimaanlage ausgefallen war, sprich es überdurchschnittlich warm war und das natürlich genauso die Erklärung gewesen sein könnte für den erhöhten Coca-Cola-Konsum. Im Zeitalter von Social Media, bei den digitalen Medien, kommt nun allerdings ein Faktor dazu, der vorher in dieser Form nicht vorhanden oder nicht messbar war. Wenn Sie an ein Kino denken oder eben an klassische Medien, dann haben Sie eine Audience und ein Massenmedium, das sich an alle gleichermaßen richtet. Im Social Media Bereich kommt allerdings die Möglichkeit dazu, die Reaktionen des Einzelnen auf einer sehr, sehr detaillierten Ebene zu messen. Sie kennen das auf einer, ich sage mal, noch relativ transparenten Flughöhe in Sachen Social Media Algorithmus. Facebook, LinkedIn, da haben wir auch viel drüber gehört in den letzten zwei Einheiten und andere Plattformen, wählen ja aus, welche Inhalte sie zu sehen bekommen, basierend auf einer Mischung aus Faktoren und da spielt eben ihr eigenes Verhalten, welche Dinge sie in der Vergangenheit geliked haben, wo sie kommentiert haben, eine ganz große Rolle. Zugleich kann man aber noch eine Menge Dinge mehr mitmessen als diese Social Signals. Da spreche ich nicht nur von Linkklicks. Ich bin seit einigen Jahren in der Jury der Netidee. Wir bekommen da auch immer wieder sehr interessante Einreichungen zum Thema Privacy. Und da gibt es in Österreich den Dr. Wolfi Christel, der publiziert schon seit langem drüber und hat vor zwei Jahren ein White Paper veröffentlicht, über gemeinsam mit einer Kollegin von der TU Graz, die haben das sehr lange recherchiert, welche Tracking- oder Messtechnologien da im, ich werde den Link dann auch ins Moodle stellen, ist frei verfügbar, dass die Publikation, welche Technologien da an der Schwelle sind oder bereits eingesetzt werden. Und da haben die großen Anbieter, zum Beispiel Google, hat da Systeme. Sie wissen ja, wenn Sie an einem Browser sitzen und dort irgendwas eingeben, beispielsweise Ihre Suchanfrage in Google oder eben Daten in einem Formular, dann wird an den Webbrowser ja jeder Klick, also jeder Tastendruck übergeben, wenn Sie so wollen. Und daraus können Sie natürlich aus den Abständen der einzelnen Tastendrucks, einen Rhythmus errechnen, eine Geschwindigkeit und was jetzt ganz meiner Meinung nach recht faszinierend ist, Google kann anhand dieses spezifischen Tippmusters Sie einer von, ich glaube 5 Grundstimmungen waren es, zuordnen, so etwas wie, oder 4, neutral, entspannt, verärgert, wütend, fröhlich, also kennen Sie vielleicht selber, wenn man sich ärgert, dann tippt man im Extremfall etwas anders, als wenn man locker und entspannt ist und wiederum Korrelationen mit 90%iger Sicherheit. Und da reichen einige Tipps aus. Google selber sagt, sie haben diese Technologie noch nicht im Einsatz, aber da gibt es sehr viele Dinge. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn ich auf der Ebene des individuellen Nutzers sehr, sehr genau messen kann, wie dessen Reaktionen auf bestimmte Inhalte sind. Facebook und LinkedIn machen das ja auch bei den Kohortentests. Facebook ist vor einigen Jahren noch eine Weile vor dem Cambridge Analytica-Skandal in Verruf geraten, weil es da einen groß angelegten Kohortentest gab, bei dem eben einen bestimmten Prozentsatz der Nutzer vorwiegend negative, depressive Nachrichten angezeigt wurden, um herauszufinden, wie sich das auf das Verhaltensmuster, auf die Reaktionen auswirkt. Wurde deshalb kritisiert, wie Sie sich natürlich denken können, weil sich dabei wohl um ein ganz klassisches Beispiel für unethische Forschung handelt. Also erstens mal wussten die Betroffenen nicht, dass sie an einem Experiment teilnehmen. Zweitens könnte das ja gerade bei psychisch labilen Menschen durchaus unangenehme Folgen haben. Und wenn sich das zumindest nur bei einem der Fall ist, dann ja, brauchen wir, denke ich, nicht drüber diskutieren. Nur so viel dazu, aber diese Messbarkeit, diese Auswertbarkeit, wie reagiere ich auf einzelne Informationen, die ermöglicht natürlich auch ganz neue Strategien der Manipulation. Und bevor wir uns das heute ein wenig im Detail anschauen, möchte ich jetzt noch einmal, also wie gesagt, ich kann nur wiederholen, wenn Sie Fragen haben, zwischendurch bitte immer posten, noch eine kleine organisatorische Anmerkung, weil es da ein wenig Verwirrung gegeben hat um die Übungsarbeiten. Ich habe eigentlich ursprünglich zu Beginn des Semesters gesagt, dass die Übungsarbeiten bis zum 19. Juni abzugeben sind, außer der zweiten Übungsarbeit, freiwilligen Übung über Natalias Vortrag, damit sie nicht alles gegen Ende machen. Das gab es aber Missverständnisse und es waren ein paar Leute zu spät dran. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt den Abgabetermin für alle drei Übungsarbeiten auf den 19. Juni geändert. Das soweit nur zur Information.
Und bevor wir uns weiter ins Thema Neuromarketing und Manipulation stürzen, hier noch ein kleiner Blick auf unser Moodle. Die Vorlesung geht ja nähert sich mit rasanten Schritten ihrem Ende. Wir sind heute hier, werden uns nächste Woche nicht sehen, weil am 11. Juni Feiertag ist. Again. Und am 18.06. haben wir dann den letzten thematischen Termin. Da werden wir uns mit dem Berufsbild Social Media Manager beschäftigen. Da werde ich nur ein wenig vortragen und wir diskutieren dann anschließend. Also wenn Ihnen hierzu bereits Fragen im Kopf herumschwirren, gute Gelegenheit, die zu notieren. Und dann bei unserem letzten Termin am 25.06. gehen wir nochmal den Stoff durch, Gesamtwiederholung. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, dann auch sehr gerne. Und dann folgt die Prüfung, die ja in diesem Semester online passieren wird. Ich habe es auch schon gesagt, wir hatten bereits die Premiere mit einer Online-Prüfung, nämlich der dritte Prüfungstermin der Summe-Vorlesung aus dem Vorsemester. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ist gut gelaufen. Es gibt dann natürlich keine Multiple-Choice-Fragen, sondern Sie werden 5 offene Fragen von mir bekommen, 5 von Wolfgang, also 10 Fragen insgesamt, jeweils so in einem Absatz zu beantworten innerhalb von 60 Minuten. Das läuft dann so, dass Sie im Moodle diesen Bogen freigeschalten bekommen, bestätigen, dass Sie das Ganze allein ausfüllen. Und ja, nachdem wir beide keine großen Freude von Überwachungstechnologien sind und Ihnen auch nicht mit der Webcam über die Schulter schauen möchten bei der Prüfung, werden das natürlich keine reinen Wissensfragen aller, wofür steht die Abkürzung DSGVO sein, sondern schon eher Reflexionsfragen, wo es um eine Mischung aus Stoff und Ihrer persönlichen Meinung dazu geht. Was Sie da wahrscheinlich auch mehr interessiert, bei der ersten Prüfung jetzt hatten wir ein sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, es gab nur eine Kollegin, bei der es sich knapp nicht ausgegangen ist. Da gab es aber, glaube ich, auch technische Probleme. Ansonsten alle durchgekommen, guter Notenschnitt, also alles gut. Nein, war Matthias, weil Sie fragen, bis jetzt gab es 3 Übungen, die sind alle freiwillig. Ich habe hier eh das Moodle offen und zwar finden Sie die ganz oben im Moodle, hier und da. Summe A, freiwillige Übungsaufgaben. Die erste waren eben diese Prüfungsfragen, Multiple Choice. Da wussten wir noch nicht, dass das Semester so weitergeht. Die zweite freiwillige Übung war die Zusammenfassung des Gastvortrags von Dr. Natalia Wichowski, haben auch schon 106 Leute abgegeben mittlerweile. Und die dritte Übungsaufgabe, da habe ich auch schon einige Abgaben, das ist die Rezension eines Fachbuchs, eines Social Media Fachbuchs. Und zwar, ich habe auf meinem Blog eine sehr umfangreiche Literaturliste mit über 100 Büchern. Entweder nehmen Sie sich eines davon oder Sie suchen sich selber was aus. Ich sage, das muss jetzt kein, weil ich einige Mails diesbezüglich bekommen habe, das muss kein streng wissenschaftliches Buch sein. Sie können selbstverständlich, jemand hat mich, glaube ich, gefragt nach dem aktuellen Buch von Sharon Lanier. Auch essayistische Bücher, die sich mit dem Thema Social Media, auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen, auch mit Influencern und so befassen, sehr, sehr gern. Und auch wichtig, Sie sollen diesen Text nicht als Übungsaufgabe für mich verfassen, sondern so schreiben, als würden Sie für ein Blog oder ja, irgendeine Zeitschrift eine Buchrezension darüber schreiben. Welches finden Sie? Mein Lieblingsbuch? Oder ja, thematisch ist es schwierig. Ich finde, es gibt so Übersichtsbücher, aber die einzelnen Gebiete in Social Media sind auch so detailliert und die einzelnen Plattformen, da habe ich recht unterschiedliche Favoriten. Aber im Großen und Ganzen, meine Favoriten sind eher auf der Literaturliste drauf oder anders gesagt, ich habe dort zumindest nur keine Bücher raufgegeben, die ich nicht gut finde, sondern nur die, die ich wirklich, ja, empfehlen kann, zum Teil auch die Autoren kenne. Mein Faible ist eher so die Theorieabteilung, das war auch mein Fokus auf der Uni und mein All-Time-Lieblingsautor ist ganz klar Heinz von Förster, gebürtiger Österreicher, Neffe von Wittgenstein, ist dann in die USA emigriert, hat dort gemeinsam mit einigen anderen Forschern den Vorläufer des MIT mitgegründet. Und die haben sich, der Humberto Maturana war auch dabei, der berühmte Evolutionsbiologe. Und die haben dort
den Forschungsbereich Kybernetik erfunden. Die haben nebenbei auch Computer erfunden und Informatik und so weiter. Und der Heinz von Förster ist, kann ich Ihnen nur sehr... Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Bitte versuche es erneut. Meine Alexa, ich habe nämlich das Keyword auf Computer umgestellt und wenn sie das hört, dann meldet sie sich. auf jeden Fall, Heinz von Förster, gibt es die frühen Veröffentlichungen, als er noch junger Postgraduate-Student war. Die sind sehr mathematisch, sehr, sehr schwierig zu verstehen, die Papers. Und je älter er geworden ist, er ist recht alt geworden, ich glaube gerade nicht 100, hat mit über 90 noch fantastische Vorträge gehalten, auch in Wien. Und je älter er geworden ist, desto klarer, einfacher und verständlicher sind seine Bücher geworden. Glaube ich auch sehr, sehr spannend für jeden, der sich mit Systemen oder Systemtheorie befasst. Ist eine etwas, ich sage mal, falls Sie mit dem Begriff Systemtheorie vor allem Niklas Luhmann verbinden. Bei Förster ist das Ganze zugleich um einiges komplexer und humorvoller dargestellt. Das ist so mein Favorit. Hat jetzt nicht direkt mit Social Media zu tun, aber das nur nebenbei erwähnt. Also wie gesagt, noch die zwei Termine. Bis 19. haben Sie Zeit, also noch T-15 Tage oder wie manche sagen, 2 Wochen und ein Tag. Bis zur Übungsabgabe habe ich auf 0 Uhr eingestellt. Ja. Könnten Sie uns vielleicht ein Beispiel zu einer offenen Frage nennen? Selbstverständlich. Eine Frage, die wir jetzt zum Beispiel bei der letzten Prüfung drinnen hatten, war, was bedeutet die DSGVO für Social Media Nutzer und für Plattformbetreiber? Das heißt, da ginge es mir zum Beispiel bei dieser Frage darum, dass Sie dann einerseits schreiben, dass es für die Nutzer bessere Privacy Standards bietet, auf der anderen Seite aber für die Plattformbetreiber möglicherweise Hürden oder auch Schwierigkeiten bringen kann. Und wenn Sie da auch Beispiele nennen, also ganz, ganz grob skizziert, oder eine sehr allgemeine Frage könnte auch lauten, welche Chancen und Gefahren sehen Sie in der Nutzung von Twitter für Pressesprecher? So, ja, ich weiß, wir haben Twitter nicht durchgemacht. Es wird auch keine Frage zu Twitter kommen, ich will es jetzt nicht beunruhigen, aber nur von der Art der Fragen her nicht. Bedeutet 19.06. 0 Uhr, nicht 18.06. Das ist eine Frage, mit der wird das Nairu. Ja, ja, wir haben same, our brains are wired the same way. Nein, tatsächlich, ich glaube, das bedeutet 19.06. Also genau genommen 23:59:59. Blaualp sagt ja, du wirklich? Dann bin ich das amerikanische System gewohnt. Ah, nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe es auf 21 Uhr gestellt. 19. Juni, 21 Uhr. Ha. Ja, stimmt, ein ganzer Tag dazwischen, das macht durchaus Unterschied. Jo, Manipulation, Neuromarketing. Im zwischenmenschlichen Bereich ganz normal. In der Kindererziehung, wenn Manipulation drastische Formen ausnimmt, vor allem mit Strafandrohungen und so weiter verboten ist, hat sich mittlerweile sogar der Begriff schwarze Pädagogik dafür eingeprägt. Ein anderes Fachgebiet, ich habe es bereits erwähnt, dass ich sehr ausführlich mit diesen Manipulationsmechanismen, nein, ich will natürlich nicht, dass jemand voll Stress bekommt mit der Aufgabe. Alles gut, noch genug Zeit. Mentalisten, Zauberkünstler, Hypnotiseure, die kennen sich sehr gut aus mit diesen Mechanismen, wie man Personen beeinflussen kann. Und natürlich die Psychologie und alle Graubereiche dazwischen. Jetzt, hat jemand von Ihnen schon mal an einer Hypnose-Session teilgenommen oder ist hypnotisiert worden oder sowas auf der Bühne gesehen? Damit kann man natürlich sehr viel erreichen. Ich kann unterstützend oder ich kann Leute dazu bringen, zum Rauchen aufzuhören. Das Geheimnis, wenn Sie so wollen, bei der Hypnose besteht weniger darin, wie gut Ihr Hypnosetherapeut ist. Natürlich sollte natürlich schon Erfahrung haben, aber ob das Ganze funktioniert oder nicht, das hat sehr stark damit zu tun, wie suggestibel Sie sind. Suggestibel, ein Begriff, der im richtigen Leben nicht so oft vorkommt und nicht so häufig gebraucht wird, steht dafür, wie empfänglich sind Sie für Manipulation? Und das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir diese Mechanismen durchschauen wollen oder natürlich nur im positiven Sinn auch für unsere eigene Social-Media-Kommunikation einsetzen möchten.
Was bedeutet suggestibel? Wenn Sie mal bei einer Hypnose-Performance beiwohnen, dann werden Sie, wenn es sich um eine Bühnenperformance handelt, immer dieselbe Struktur bemerken. Während bei klassischen Zaubertricks oft eine freie Auswahl erfolgt, Sie werfen jemandem im Publikum einen Ball zu und er steht dann auf, wird das ein Hypnotiseur in der Regel nicht tun, sondern er wird mit einem Trick beginnen, der das gesamte Publikum involviert. Ein klassischer Trick wäre, ich stehe auf der Bühne und sage eben den Leuten, sie sollen ihre Hände zusammenlegen, man kann das noch etwas verstärken, wenn man die Ellbogen flach nimmt, und dann rede ich ein Weilchen, spiele vielleicht noch eine semi-esoterische Musik dazu ein, dass die Muskelkräfte immer stärker werden. Sie können übrigens gerne mitmachen, wenn Sie vor dem Computer sitzen und diese Handhaltung einnehmen. Und ich kann dann beginnen, darüber zu reden, dass Sie spüren, wie Ihre Ellbogen, am besten geht es, wenn Sie die Unterarme waagrecht nehmen, wie Ihre Ellbogen immer stärker nach innen drücken, und Sie spüren zuerst auf der Unterkante Ihre Handfläche, wie dieser Druck immer stärker wird, und Sie spüren, wie sich der Druck fest fortpflanzt über Ihre ganze Handfläche, und Sie wollen eigentlich Ihre Hände fest zusammenlassen. Es geht dann so weiter und so weiter, und wenn Sie da jetzt mitgemacht haben, dann spüren Sie, dass Ihre Introzeption, das ist die Fachbezeichnung für die körpereigene Wahrnehmung, sich verändert hat durch meine Worte. Man spricht dabei extra langsam und betont, setzt auch bestimmte Begriffe ein, und 90% von Ihnen bemerken während dieser Übung, dass Ihre Hände jetzt fester zusammen sind als vorher. Und wenn ich dann irgendwann beginne, da weiterzumachen und zu sagen, Sie können Ihre Hände jetzt nicht mehr auseinandernehmen, dann werden mindestens 50% von Ihnen, funktioniert übrigens, würde wesentlich besser funktionieren, wenn wir im selben Raum wären, werden 50% von Ihnen mindestens sagen, was will der, und den machen. Und im Normalfall über Zoom weniger, aber in einem normalen Raum, wo Sie jetzt auch in der Erwartungshaltung sind, da passiert Hypnose, dann würden ungefähr 25% von Ihnen die Hände etwas schwieriger auseinandernehmen als sonst. Und dann gäbe es ein paar, die würden ihre Hände nicht auseinander bekommen, die müssten sich anstrengen, und irgendwann ging es dann aber. Und dann gäbe es, wenn in ihrem Publikum 200-300 Leute sitzen, ein paar, vielleicht nur 4-5, die bringen ihre Hände so lange nicht mehr auseinander, bis der Hypnotiseur oder der Performer dann eben sagt, und du kannst deine Hände jetzt wieder auseinandernehmen. Wenn der dann weitermacht mit seiner Bühnenperformance, dann will er als den Teilnehmer aus dem Publikum einen von diesen letzten war, weil die am suggestibelsten sind. Da steht keine Technik dahinter. Das ist psychologisch, hat das ein wenig zu tun mit dem sogenannten Placebo-Effekt. Sie bauen sich selber, und das ist tatsächlich ohne weiteres möglich in unserem wundervollen Brain, Sie bauen sich einen eigenen mentalen Block dagegen auf, und es ist in diesem Moment, wenn Sie sich das fest genug einreden, alles, was Sie uns fest genug einreden, stimmt, dann bringen Sie Ihre Hände tatsächlich nicht mehr auseinander. Und Sie können sich jetzt vorstellen, der Grund, warum ich Ihnen das erzähle, es gibt ein Spektrum der Suggestibilität, Personen, die recht immun dagegen sind, und Personen, die sehr leicht zu beeinflussen sind. Das hat im Wesentlichen mit drei Faktoren zu tun. Der eine Faktor ist, wie aufmerksam sind Sie. Wenn Sie in einer solchen Hypnosevorführung drinnen sitzen, mit dem Mindset und sagen, egal was der jetzt macht, ich bleibe voll konzentriert und ich werde ihm auch nicht richtig zuhören und ich lasse mich sicher nicht hypnotisieren, dann ist das die Garantie dafür, dass diese Hypnose bei Ihnen nicht gelingen wird, weil Sie sind der dazu führt, dass diese Hypnose gelingt. Die Frage ist quasi, einen wie tiefen Entspannungs- oder Trancezustand lassen Sie selber zu. Das ist das eine, die eigene Einstellung dazu. Das zweite, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist natürlich auch generell, wie mental präsent sind Sie in diesem Moment. Wenn Sie beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit den Gedanken ganz woanders sind, in der U-Bahn stehen, da funktioniert, interessanterweise, da funktionieren subliminale Botschaften am besten. Da müssen Sie dann auch keine 2 Kader ein paar Millisekunden lang einblenden, da reichen die Screens und so weiter. Das nehmen wir definitiv wahr, diese Botschaften. Und der dritte Faktor, der natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist sind Ihre eigenen Werte und Einstellungen. Ich sage jetzt mal, wenn wir wieder das Beispiel mit der Hypnose-Session da hernehmen, wenn Sie grundsätzlich der Meinung sind, der Mensch im Allgemeinen und Sie im Speziellen sei ein sehr rationales Wesen und so etwas funktioniert generell nicht, dann werden Sie auch weniger suggestibel sein, als wenn Sie sich schon jahrelang darauf freuen, endlich mal die Wirkung einer solchen Hypnose
zu erleben und fest an die therapeutische Wirkung glauben. Das heißt, viel von dem liegt also an uns selber, aber es gibt eben Mechanismen, die diese Loopholes ausnutzen und die dann auch gut funktionieren. Und ein absoluter Meister in diesen Techniken, den ich Ihnen nur empfehlen kann, abgesehen davon sehr, sehr hoher Unterhaltungsfaktor, ist Darren Brown, der britische, mittlerweile auch in den USA sehr erfolgreiche Hypnose-Künstler, Mentalist. Wer von Ihnen kennt Darren Brown? Da gibt es endlos viel Material auf YouTube, der hat eine Serie produziert mit dem britischen Fernsehen. Und in dieser Serie benutzt er verschiedene Mechanismen und Techniken aus dem Mentalismus, um im Wesentlichen Personen zu beeinflussen, zu manipulieren. Und zwar auf sehr, sehr drastische Art und Weise. Ich glaube, ein Beispiel, an dem man sehr gut erklären kann, er entwirft ein absolut todsicheres System für Pferdewetten und schickt einer Person 6 Rennen lang immer im Vorhinein den Gewinner dieses Pferderennens mit der Aufforderung, doch einen kleinen Betrag auf dieses Pferd zu wetten. Das passiert 6 Mal und beim 7. Mal macht er dasselbe und fordert diese Person dann eben auf, einen möglichst großen Geldbetrag zu setzen. Ich verrate Ihnen jetzt nicht, wie es gemacht wird. Die Episode heißt The System. Schauen Sie sich das an. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt aber auch eine Folge, wo er in einem Dorf einfach das Gerücht verbreitet, dass eine Hundestatue aus Stein, die dort in einem Park steht, ein sogenannter Lucky Dog wäre. Und wenn man den eben streichelt, dann hat man Glück. Und dann sozusagen verfolgt, wie sich diese Einbildung oder dieser erfundene Mythos auf die Selbstwahrnehmung oder letztendlich eben auch auf das Verhalten der Bewohner dieses Ortes auswirkt. Das ist eine ganz, ganz besonders schöne Episode, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, weil die eben sehr genau demonstriert, wie unsere Aufmerksamkeit in der Regel funktioniert und dass wir sozusagen, wenn wir erwarten, dass uns irgendetwas Positives passiert, ist unser Fokus stärker auf diese Dinge gerichtet und dann bemerken wir sie auch eher und in die andere Richtung ganz genauso. Das heißt, wenn man sich mit dem beschäftigt, dann sieht man schon, dass da einiges an Mechanismen drinnen steckt. Und nun wieder zurück zur Social Media Kommunikation, zum Marketing. Da besteht natürlich ein großes Potenzial, diese Dinge auch auf einer individuellen Ebene einzusetzen. Und dazu jetzt mal 2 kurze Videos, die inhaltlich und technisch in dieses Thema einführen. In diesem Clip geht es also darum, dass man etwas tut, das in klassischen Werbung, Marketing schon länger üblich ist, dass man also Klischees vorab optimieren kann, indem man mit einem Pendel arbeitet, mit einem Repräsentativen, das unter Anführungszeichen Problem bei der Individualisierung dieser Technologien ist natürlich, dass der Nutzer in der Regel nicht mit einer solchen Haube und vermessen vor dem Newsfeed sitzt und dass es eben sozusagen dann nicht um eine Echtzeitmessung geht. Aber was man sehr wohl machen kann, ist, dass man, wenn man die Möglichkeit eben hat, auch die Präferenzen und die Wirkungen von Bildern damit viel, viel genauer zu erforschen. Was am Ende dieses Clips hier angesprochen wird, eben die Individualisierung, da ist natürlich dann die Frage, wie viel oder wie kann man diese Technologien auch kombinieren, wenn ich beispielsweise herausfinde, in der und der Zielgruppe funktionieren diese Images besonders gut und dazu noch die persönlichen Präferenzen habe, die sich aus dem Surfverhalten, aus dem Social Media Verhalten ergeben, dann könnte man tatsächlich relativ einfach auch diese Kombination, diese Datenkombination in den öffentlichen Raum übertragen. Falls Sie jetzt denken, dass eine solche personalisierte Werbung, wie man sie auf Video hier am Ende des Clips sieht, völlige Zukunftsmusik ist, dann liegen Sie ganz falsch. Bayer, der Pharmakonzern, hat das in Großbritannien tatsächlich ausprobiert. Da gab es eine Kampagne, bei der Bayer in Apotheken, also in britischen Pharmacies, so Terminals aufgestellt hat, Bildschirme. Und wenn dann ein Kunde, da ging es im Wesentlichen ging es darum, Werbung für ein neues Medikament zu machen. Und wenn dann ein Kunde diese Apotheke betreten hat, dann hat er, wenn das möglich war, über die jeweils Bluetooth-Einstellungen, oder ich weiß nicht genau, welche ID sie verwendet haben, wenn der diesen Kunden übers Telefon identifizieren konnte, dann hat ihn die Werbeanzeige namentlich begrüßt. Hallo Ricci, möchtest du nicht etwas gegen übermäßigen Haarwuchs auf den Schultern kaufen oder so ungefähr? Und die hatten das kurz im Einsatz. Das hat die Leute aber ziemlich gefreakt und auf sie ist auch sehr viel Protest gestoßen. Weil letztendlich hat das natürlich auch sehr viel von einem Kunstprojekt, weil es sozusagen zeigt, wie gläsern oder wie durchsuchbar wir eben sind.
Und wie gesagt, die Emotionen messen zu können, ist natürlich eine sehr interessante Sache, aber das Ganze geht mittlerweile eben noch sehr viel weiter. Also wie gesagt, immer dort, wo Manipulation im Spiel ist, wo es eben um diese subliminalen Entscheidungen geht, um diese Manipulationsmechanismen, die wir selber nicht durchschauen, da sind wir immer sehr nahe an der Art und Weise, wie eben unser Gehirn funktioniert, dran. Einfach aus dem Grund, weil der evolutionsgeschichtlich jüngste Teil unseres Gehirns, die Großhirnrinde, dieser Teil, wo das bewusste Denken stattfindet, zwar einen beträchtlichen, aber eben nur einen Teil unseres gesamten Gehirnvolumens ausmacht und weil eben sehr viele Entscheidungen von der Steuerung des hormonellen Systems über tieffliegende Emotionen und so weiter von Gehirnteilen kontrolliert werden, auf die wir eben keinen bewussten Zugriff haben. Und es ist ja tatsächlich so, das weiß man ganz hundertprozentig natürlich, dass zu jedem Zeitpunkt auf uns wesentlich mehr Informationen einstürmen, als wir bewusst verarbeiten und auch abspeichern können, und dass da viele Informationen die Wahrnehmungsschwelle vielleicht unterlaufen und dann aber doch ihre Wirkung zeigen. Das sieht man beispielsweise sehr, sehr stark am Effekt des sogenannten Primings. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, ich werde dich in 5 Minuten nach einer Farbe fragen, denk jetzt an Rot, und das dauernd wiederhole und dann nach 5 Minuten frage ich, sag mir eine Farbe, dann wird das überhaupt keinen Effekt haben, weil ja, völlig randomisiert werden ein paar Rot sagen und ein paar zu Fleiß halt nicht Rot oder glauben, es geht darum, eben gerade nicht Rot zu sagen, wie auch immer. Wenn ich jemanden dazu bewegen möchte, dann muss ich diese Botschaft immer wieder sehr subliminal einstreuen. Da ist Darren Brown übrigens ein Meister drin, und das hieße jetzt beispielsweise, wenn ich eine Vorlesung halte, eine Stunde lang vor Ihnen und dabei nicht das Wort, sondern das Konzept Rot immer wieder einführen, ohne dass Sie wissen, worum es geht, und beispielsweise eine Anekdote erzähle, wie ich gestern mit den Hunden am Zebrastreifen gestanden bin und nicht über die Straße gehen konnte, weil ich warten musste, bis die Ampel endlich umspringt, und es hat so lange gedauert. Man muss es gar nicht erwähnen, und Sie haben, oder dann vielleicht erzählen, dass ich letztens geschnitten habe und es hat geblutet und musste ein Pflaster holen. Wenn ich solche Dinge zwischendurch immer wieder einstreue und Sie dann am Ende frage, sagen Sie mir ganz schnell eine Farbe, dann werden natürlich, und das ist auch immer der Punkt bei diesen Manipulationsversuchen und Beeinflussungen, dann werden natürlich nicht 100% von Ihnen sagen Rot, aber ein weit höherer, ein deutlich höherer Prozentsatz von Ihnen wird Rot sagen, als wenn ich diese Vorbereitung nicht getätigt hätte. Das heißt, solche Priming-Effekte können natürlich eine Rolle spielen, werden in der Werbung und im Marketing auch eingesetzt. Und hier ein ganz aktueller TED-Talk von Prince Gumman, einem Briten, der sich eben mit diesem Thema befasst. Da geht es um Neuromarketing and the Future of AI, also Artificial Intelligence. Artificial Intelligence Driven Behavior Design, also genau dieser Punkt, wo die verschiedenen Bereiche zusammenfließen, die technischen Faktoren, die Messmöglichkeiten und dieses Wissen auch über, ja, wie immer Sie das nennen wollen, Brain Scripts, Manipulation und so weiter. Ja, lieber Blaualp, man sagt nicht, es gibt, das ist genau der Punkt, es gibt natürlich Personen, die sagen immer ihre Lieblingsfarbe, die sind dann auch durch gegen diesen Manipulationsversuch relativ resistent sozusagen. Ja, genau wie Anja hier schreibt, wenn man auch keine Lieblingsfarbe hat, aber wie gesagt, es geht einfach darum, bei vielen ist das dann wirklich so, dass sich ihr Unterbewusstsein, gerade wenn das starke Bilder sind, wenn ich so etwas wie Bluten verwende, Bilder, die auch ein starkes emotionales Involvement hervorrufen, dann erhöht das tatsächlich bei einem beträchtlichen Teil diese Art der Reaktion. Aber mehr dazu in diesem 13-minütigen und recht knackigen TED-Talk. Tja, also das meinte ich auch einleitend eben damit, dass man da sehr schnell beim Thema Evil ankommt, weil natürlich wir immer ja ein innewohnendes Unbehagen verspüren, wenn wir als Konsumenten das Gefühl haben oder als Rezipient einer Botschaft eben das Gefühl haben, dass da irgendwas fishy ist, dass da irgendwas Verborgenes vorgeht, das wir selber nicht kontrollieren können.
Und ich finde, das ist auch, du auch, gell? Du glaubst das auch, ein guter Bogen zur DSGVO, weil ich denke, wenn Sie diese Informationen in Ihrem Kopf zusammenbringen, was da praktisch schon möglich ist, und das Beispiel, das er anspricht, das zweite von vor 10 Jahren, als da eben dieses Mädchen vom System als schwanger identifiziert wurde, obwohl es weder sie noch ihr Vater das selber überhaupt noch wussten, ist ein Klassiker. Da geht noch viel mehr. Und ja, natürlich braucht man dann da Rahmenbedingungen. Dass auf der anderen Seite natürlich bei weitem nicht jeder Marketer mit diesem Mindset eine Sache herangeht, so wie er, dass er eben sagt, ich möchte euch da großartige Lösungen präsentieren, aber ich möchte euch nicht beeinflussen. Das ist natürlich ganz und gar nicht der Fall. Also Marketing, Kommunikation, Werbung geht natürlich bis zu einem gewissen Grad immer mit Manipulationsversuchen einher. Zugleich hat aber die Geschichte der Medien, nicht nur der digitalen Medien, gezeigt, dass es keine, und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, hoffentlich für Sie, dass unser Gehirn oder dass unsere Entscheidung nicht so mechanistisch funktioniert, dass ich da einfach auf einen Knopf drücke oder dass es irgendwelche Mittel und Wege oder Hacks, wenn Sie so wollen, wie es heutzutage heißt, gibt, mit denen man uns wirklich komplett fremdgesteuert programmieren könnte. Auf der anderen Seite, und das muss man natürlich auch dazu sagen, und auch dazu gibt es eine sehr, sehr beeindruckende Folge mit Darren Brown, hatte beispielsweise der Attentäter, der den tödlichen Schuss auf John F. Kennedy abgegeben hat, das hat er bis heute eigentlich, hat er gesagt, er kann sich ja nichts erinnern, und hat eigentlich immer den Eindruck erweckt, er wäre programmiert worden. Und schauen Sie sich das an, Darren Brown hat fürs britische Fernsehen eine Folge produziert, wo er eben ausprobiert, ob man jemanden so programmieren kann, dass der, ohne es zu merken, in einer Theatervorführung eine Waffe zieht und den Hauptdarsteller erschießt. Auch diese Folge beruht sehr stark auf dem Auswahlverfahren, das heißt, er sucht sich da natürlich den passenden Kandidaten, aber mein persönliches Takeaway ist natürlich, wir sind durchaus alle anfällig für Manipulation. Und besonders schwierig oder besonders leicht angreifbar sind wir eben dort. Und das kommt, denke ich, im Talk von Prince Gumann sehr, sehr deutlich heraus, wo es personalisiert wird. Das heißt, dieses Beispiel, da kann man natürlich drüber diskutieren, was er da anspricht, wenn ich Versicherungen verkaufen möchte, ist das dann eine gute Idee, einen personalisierten Clip zu zeigen, wo eben beispielsweise der eigene Körper oder ein Körper mit dem eigenen Gesicht als Leiche nach einem Unfall geborgen wird. Da würde jetzt eigentlich die Wirkungsforschung sagen, solche Schreckensappelle, auch darüber haben wir schon gesprochen, zeigen relativ wenig Wirkung, aber natürlich Personalisierung, sehr, sehr interessante Sache. Ich glaube, da der wichtigste Faktor für uns in der Kommunikation, und das ist natürlich auch, es findet sich umgangssprachlich als gesunder Egoismus wieder, aber natürlich einer der wichtigsten Faktoren für uns überhaupt sind wir selber, deshalb auch dieser Cocktailparty-Effekt, dass, wenn man den eigenen Namen hört und unsere starke Fixation auf das eigene Gesicht, natürlich kann man solche Mechanismen ausnutzen, aber wie gesagt, Spielregeln sind da absolut erforderlich. Und letztendlich, wenn Sie das Ganze in einem weiteren Kontext denken, dann sind natürlich die ganzen Vorschriften, die uns im Influencer-Marketing oder in der Online-Werbung oder in der Kommunikation überhaupt beschäftigen, in Richtung Kennzeichnungspflicht von Werbung und so weiter, das sind natürlich letztendlich auch alles Schutzmechanismen gegen Manipulation. Weil die Verschleierung oder die Nichtkenntlichmachung des Absenders einer Botschaft kann natürlich auch per se schon ein Manipulationsversuch sein. Denken Sie eben beispielsweise im Online-Bereich auf Social-Media-Plattformen an bezahlte Updates. Auf Instagram ist das natürlich ein riesengroßes Thema, auch eine riesengroße Diskussion. Auch auf anderen Plattformen, und da ist natürlich bei Weitem nicht alles gekennzeichnet, was gekennzeichnet sein müsste. Der Grund, warum man das vorschreibt, weil wir natürlich in der Regel eine Information vollkommen anders bewerten, beziehungsweise immer die Intention des Kommunikators mit einbeziehen. Also macht er das, weil es ihm wirklich ein Anliegen ist? Macht er das, weil er dafür bezahlt wird? Wo läuft da überhaupt die Grenze? Also sprich, man könnte auch sagen, in unserer Kulturgeschichte der Kommunikation, in unserer Beschäftigung mit Kommunikation, in der Verfügbarkeit immer neuerer, immer komplexerer Medientechnologien, war diese Ebene der potenziellen Manipulation natürlich immer eine sehr, sehr wichtige. Und ich habe es auch schon in unserer Einheit über Storytelling und über Wirkungsforschung erwähnt, die in der systematischen Erforschung dieser Mechanismen waren. Natürlich war das nationalsozialistische Regime in Deutschland ein,
ein wichtiger Faktor, beziehungsweise das Bestürzen, dass diese Ereignisse darüber ausgelöst haben, führte dann vor allem in den USA zur Etablierung einer systematischen Wirkungsforschung. Und wie gesagt, wenn man die technischen Möglichkeiten vergleicht, und ich würde da gar nicht jetzt mal diese Brain Scans, diese Gehirnmessungen überbewerten, weil die Daten muss man erstmal bekommen, durch unsere ganz normale Nutzung von digitalen Technologien, durch die Apps, die wir verwenden, durch die Dinge, die wir kommunizieren und von uns geben, allein schon durch den öffentlichen Teil, kann man sehr viel über Personen herausfinden. Und Sie wissen vielleicht, wenn jemand von Ihnen mal einen Blick auf mein LinkedIn-Profil geworfen hat, ich bin auch zertifizierter Wirtschafts- und Sicherheitsprofiler, also ein menschlicher Lügendetektor sozusagen. Immer schwierig beim Vortragen, wenn man dann wirklich, also man kann sich nicht einreden, die Leute sind interessiert am Vortrag. Und da ist natürlich auch, oder sagen wir mal so, diese ganze Berufsgruppe Profiling lebt natürlich auch davon, dass auch in der One-to-One oder in der direkten Face-to-Face-Kommunikation Lüge, Manipulation immer eine Ebene ist, die mitspielt. Und auch hier, wenn Sie an die Parallelen denken, wenn ich jemanden beeinflussen möchte im persönlichen Gespräch, wenn Sie an die ganzen Scharlatane denken, da gibt es ja ein breites Spektrum von den Cold-Readern, die Ihnen Ihre Zukunft vorhersagen, bis hin zu Heiratsschwindlern, bis zu Leuten, die Ihnen falsche Investments verkaufen. Da braucht man natürlich nicht denken, dass das sozusagen nur die dummen Leute trifft. Beispiel der Florian Schwandner, der Gründer von Runtastic, war auch einer von mehreren Investoren, die einem österreichischen modernen Felix Krull auf den Leim gegangen sind. Der hat einen Sportwagen präsentiert und der Investments dafür eingesammelt, einen exklusiven Supersportwagen, der in Österreich präsentiert werden sollte. Und man ist dann erst recht spät drauf gekommen, dass alles, was es von diesem Sportwagen tatsächlich gab, ein irgendein Kunststoffmodell war. Also ja, Manipulation, wie schütze ich mich vor Manipulation? Das gehört zur Kommunikation wie die Butter vom Brot zum Brot, kann man eigentlich nicht mehr sagen in Zeiten, in denen sich viele vegan ernähren. Wie das Ketchup zur Tofu-Wurst. Das geht wahrscheinlich. Und da machen natürlich, oder da wäre es, sage ich mal, naiv und unrealistisch zu glauben, dass digitale Medien in dieser Hinsicht einen Unterschied machen. Was aber wirklich ein neues Gefährdungspotenzial ist, wenn Sie so wollen, sind eben diese schon so häufig in der Vorlesung angesprochenen Daten- oder Nutzungsprofile, die eben anfallen in der ganz normalen Verwendung dieser Daten. Und die kann man wiederum nutzen, um sehr, sehr personalisierte Botschaften zu basteln. Also stellen Sie sich vor, Sie sehen Ihr eigenes Gesicht im Newsfeed in einer Werbeanzeige, dann würden Sie vermutlich auch hinschauen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein. Das war's mit dem 9. Termin. Video folgt dann wieder in Kürze in Moodle. Die Links zu den Clips werde ich auch dazu stellen, auch zu den erwähnten Beiträgen von Darren Brown und zum E-Book über Privacy von Wolfi Christel. Ich habe in letzter Zeit eigentlich wenig gute Horrorfilme gesehen auf Netflix. Eigentlich kaum. Also wenn Sie sich mal so richtig gruseln wollen, dann befassen Sie sich lieber mit den Themen Überwachung, Manipulation und Profilierung von Nutzern. Dankeschön, danke für das nette Feedback. Wir sehen uns nächste Woche nicht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feiertag bis am 18. Juni. Auf Wiedersehen.